Hallo Leute, ich wollte heute gerne mal ein Video über meinen Fräser machen. Weil ganz viele Fragen immer kommen, welchen Fräser nehme ich, gut oder günstig und dies und jenes, welche Bits und hahaha. So, ich fange jetzt mal an. Ich habe den Marathon 2. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich hatte ihn damals bei Nils. ND24 habe ich ihn gekauft für 129, glaube ich. Er hat 35.000 Umdrehungen. Ich arbeite aber meistens mit ein bisschen mehr als die Hälfte. Langfällig. Er hat hier so ein Handstück, was mir ganz wichtig war, aus Eisen. Es gibt diese auch aus Plastik. Ich hatte davor so ein 20-Euro-Teil von Amazon, so ein lila und so. Kann man in der Pfeife rauchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn man die vielleicht reinigen kann oder was weiß ich, der hat irgendwann einfach den Geist abgegeben und er war so laut. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Bei diesem Handstück ist es auch ganz genial, dass du halt ihn aufdrehen kannst, um die Bits einzustecken. Zeige ich dir jetzt mal. Seht ihr, ihr könnt ihn dann da so einstecken. Jetzt ist mein blaues Teil hier, oder gut? Ja, aber ihr könnt ihn reinmachen. Und wenn ihr ihn so, dann schnappt der so zu. Also das finde ich schon mal sehr gut. Ihr habt hier so einen Schnittstücker, der kommt hier an die Seite rein. An die Seite, dann hat er ein, ich krieg den hier nicht wieder rein, oh, kleinen Moment, jetzt mal ein bisschen gucken, ob wir den hier wieder rein, so, dann hat er einen On-Off-Knopf, ihr seht das an der Lampe, ich weiß nicht, ob ihr das, jetzt ist er an und jetzt ist er aus, also ein An- und Aus-Knopf ganz normal, Links-Rechts-Schaltung und hinten hat er auch nochmal einen Knopf, so, Netzteil, na klar, logisch. Zeige euch jetzt mal von der Lautstärke. Machen wir mal an. Und es gibt ein. Oh, jetzt muss ich mir mal bücken hier. Und es gibt ein Fußpedal dazu. Das finde ich auch sehr gut. Und wenn ihr keinen Bit drin habt, ihr hört das, wenn ich klicke, er geht nicht an. Doch, geht er wohl. Oh, guck mal, er geht an. Ich erzähle schon wieder ein bisschen. Ihr hört das, wie leise der ist. Also, er ist wirklich sehr, sehr leise. Das zeige ich euch mal. Wenn ich einen Bit drin habe, den nehme ich jetzt mal nicht, nehme einfach den hier. So, ich stecke den jetzt mal hier rein, den Bit. Er geht auch wirklich bis da nur reinzustecken. Mache ich zu, jetzt zeige ich euch das mal mit. Ich hoffe, ihr könnt es gut hören. Naja, ihr hört fast gar nichts. Und das ist jetzt mit Bit drin. Also ich muss wirklich sagen, er ist... Ich habe den jetzt schon... Oh Gott, wie lange habe ich den jetzt schon? Jetzt muss ich mal lügen. Man kann ihn auch komplett auseinandernehmen, um sauber zu machen. Also das werde ich auch mal demnächst tun. Aber im Moment habe ich noch nicht die Lust dazu gehabt. Wo war ich stehen geblieben? Also ich habe ihn jetzt, glaube ich, 2 Jahre, 2,5, wenn nicht sogar 3. Ich weiß es nicht mehr genau. Und er hat nicht einmal Mucken gemacht. Sei es beim Spannen, sei es bei sonst irgendwie was. Also ich bin total begeistert. Der Marathon 2. Der 3er kann natürlich noch viel, viel genialer sein. Das weiß ich nun nicht. Und was auch gut ist, wenn ihr Links- oder Rechtshänder seid, ich habe das noch nicht gemacht, weil für mich spielt das immer nicht so eine Rolle, ihr könnt dieses Ding hier, nee, wo das Ding reinkommt, auch auf die andere Seite setzen. Was für mich aber keinen Sinn macht, finde ich, weil hier ja dieser Stöbel ist. Deswegen habe ich ihn immer da gelassen. Ja, dann kam natürlich auch so ein Gummihalter dazu, damit ihr den da drauflegen könnt. Auch total genial. Sollte man auch richtig rummachen. Auch total gut. Rutscht nicht. Also wirklich, ihr könnt dann da rumhampeln und ihr seht das, es rutscht einfach nicht. Ich mache aber, wenn kein Bit da drauf ist, mache ich ihn hier rein. Ihr müsst darauf achten, wenn ein Bit drin ist, das ist mir nämlich auch schon passiert, deswegen muss man immer so ein bisschen darauf achten, nicht, dass ihr, wenn ihr jetzt den Bit da drin habt und er rotiert noch aus, dass ihr ihn hinstellt. Ihr hört das, er geht genau auf die Platte des Tisches. Ich habe mir leider schon irgendwo ein, zwei Löcherchen reingeballert, weil ich einfach dieses Teil hier nicht benutzt habe. Sondern während er auslief, habe ich ihn reingemacht und habe mir so ein bisschen was im Tisch gemacht. Das fand ich jetzt nicht so klasse, aber das war ja meine eigene Schuld. Also, ich kann euch diesen wirklich sehr empfehlen, Marathon. Ihr habt gehört, er ist auch echt verdammt leise im Gegensatz zu anderen. Und ich muss wirklich sagen, diese billigen von Amazon und so, da kauft ihr zweimal, glaubt es mir. Ich habe auch gedacht, oh wow, cool, günstig, la, für den Anfang reicht und so.
Aber nein, das Handstück, das vibriert auch total doll und so, und hier hast du halt gar nichts. Und der wird auch absolut nicht heiß oder warm oder so. Ja, das ist erstmal das zu meinem Fräser. Die Bits, alle wie sie hier stehen, habe ich alle bei ND24 gekauft. Die haben immer so Angebote. Das ist so ein mit abgeschrägten Kopf. Also wenn ihr die Seiten macht, dann könnt ihr euch da nicht so in die Haut mit rammen. Und der ist zwar Medium. Genau, Medium. Dann habe ich Zapfenform, grob. Den benutze ich aber selten, eher so für Nailtrainer oder so, weil damit komme ich nicht so gut zurecht. Das ist fein. Auch, war das jetzt Zapfen? Ich weiß nicht, ob genau, ob das Zapfen sich auch so schimpft. Aber in ganz fein. Dafür mache ich den nämlich so für die Nagelhaut zum Entfernen. Natürlich nehmen auch viele so eine Diamantbit-Dinger. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen. Diamantbit-Teile. Die benutze ich selten, weil ich finde, die dröhnen bei mir so diese Runden. Und deswegen mag ich den so gerne. Dann habe ich hier einen natürlich normalen noch ohne Abschrägung. Und den habe ich ganz viel am Anfang benutzt. Hält auch noch super, ist auch noch, hat auch noch super Grip. Also da ist noch nichts abgenutzt und so. Und ich kaufe die dann immer im Angebot, wenn sie jetzt, glaube ich, kosten sie zwischen 20 und 14 Euro oder so. Und ich schieße die immer für 7,95 Euro, wenn die im Angebot sind. Und dafür lohnt sich das auf jeden Fall. Ab ins Desinfektionsbad abends, morgens rausholen, abspülen. Total klasse. Ja, also und es passen auch universal alle Bits, die ihr so kaufen könnt, passen auch hier drauf. Bis auf, falls ihr mal bei Aldi dieses, viele fragen sich auch, es gibt bei Aldi diese Sets ja auch, mit diesen kleinen Dingern hier. Wird mal scharf, so mit diesen kleinen, dann gibt es die länglichen und so. Und die passen von der Dicke, vom Dings nicht in dem Fräser. Da habe ich mich geärgert, ich habe das auch schon mal gekauft, weil ich gedacht habe, Diamantbit ist Diamantbit, aber das passt leider nicht. Naja, das nur, dass ihr jetzt auf jeden Fall schon mal Bescheid wisst, dass das nicht so gut funktioniert. So, mein Fazit ist nach 3 Jahren immer noch der schönste und tollste und vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich glaube, der Marathon 3 kostet jetzt 129 oder 149, so genau weiß ich das nicht. Aber das ist auch wirklich das Geld wert. Das kann ich wirklich nicht anders sagen. Und er hat schon einiges mitgemacht, einen Umzug mitgemacht und dies und jenes. Und ich hatte sogar schon Sachen mit gefräst, das darf man, also das macht man normalerweise gar nicht. Also, und das hat er auch richtig gut gemeistert. Ja, ich hoffe, ich konnte euch in der Entscheidung so ein bisschen helfen. Ist auf jeden Fall mein Liebling und ich würde ihn nie wieder hergeben, wirklich nicht. Immer schön Ei machen. Ja, ihr könnt mir ja sagen, welche Fräser ihr denn jetzt schon probiert habt und mit welchen ihr ganz zufrieden seid, was ihr vielleicht für Erfahrungen gemacht habt mit denen von Amazon. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann sage ich einfach, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!